letzten Sonnenstrahlen kriege ich hier mit meinem Baby, dem blauen Baby, dem Track-Baby. Ja, ich habe einige Fragen so bekommen, wie ich denn jetzt trainiere oder mich bewege, wie es denn so aussieht. Ob ich mich überhaupt noch bewege, seitdem ich eben übertrainiert habe und eben diesen Burnout hatte, den körperlichen, und einfach total ausgelaugt habe, selbst mit Training, seitdem ich diesen Nebennierenschwäche habe. Ja, und das ist eigentlich ganz einfach. Es ist das zum Beispiel, was ich gerade mache. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr rausgehe oder so. Also, aber ich mache jetzt keinen Sport. Wenn ich rausgehe, gehe ich einfach nur raus, um die frische Luft zu genießen, um meine Muskeln irgendwie zu bewegen. Aber echt ganz, ganz langsam und leicht. Also nicht mit hoher Intensität, überhaupt nicht. Hat nichts mit Kraftaufwand so wirklich zu tun oder so. Eigentlich, ich gehe raus, um mich zu entspannen. Ich lasse nichts an mich ran, was sich als Stress anfühlt. Also sobald ich irgendwie merke, dass ich mich zu schnell bewege oder zu intensiv, also wenn ein Berg zu steil ist oder ich zu schnell fahre, sobald ich zu stark außer Atem komme, fahre ich das ganz drastisch runter oder mache eine Pause oder wie auch immer. Also ich mache es wirklich, ich achte da echt auf mein Herz besonders, weil ich hatte ja immer dieses starke Herzklopfen und auch als ich übertrainiert habe, also als ich dann diesen Burnout hatte, auch ganz oft Herzschmerzen, also Herzstechen. Und sollte ich davon irgendwelche leichten Anzeichen auch nur irgendwie vermuten, wird abgebrochen oder ich mache eine Pause oder ja, ich mache einfach ganz, 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 ganz langsam weiter. Und man muss ja echt auf seinen Körper hören, klar. Wenn du dich noch total fertig fühlst, also bei mir ist es jetzt schon mehr als ein halbes Jahr, also 7 oder 8 Monate rum, seitdem ich den Burnout hatte. Also ich habe echt mir viel Zeit gelassen mit der Erholung und in der Zwischenzeit habe ich mich echt nur, ja, habe ich mich am Anfang fast gar nicht, nur einen Spaziergang mal am Tag. Und das Einzige, was sich eigentlich geändert hat bis heute, ist die Länge so, dass ich auch wieder länger raus kann. Aber ich habe an der Intensität nichts geändert. Immer noch echt kein Sport, echt nur irgendwie leichte Bewegungen. Ich spinne meine Beine, also die radeln so vor sich hin. Es ist echt Entspannung für meinen Körper. Kein starkes Herzklopfen, also ist echt... Ich muss meinen Arm wechseln, sonst fällt er mir ab. Nichts, was mein Herz groß anstrengt. Genau, aber ich kriege eben die frische Luft, meine Muskeln bewegen sich. Es ist so das, was der Körper wirklich braucht, auch täglich. Also es ist nicht richtig, meiner Meinung nach, zu sagen, ich habe ja jetzt einen Burnout gehabt, ich habe ja jetzt Nebennierenschwäche, ich habe ja jetzt übertrainiert, jetzt bewege ich mich nicht mehr. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube, also das verhindert sogar die Erholung. Ja, also sich zu bewegen, nicht um des Sports willen, sondern einfach um der Bewegung willen, sehr leichten Bewegung willen, sei es nur ein Spaziergang am Tag. Ich mache manchmal nur einen Spaziergang, dann für eine Stunde oder so. Das hilft der Erholung, das fördert die Erholung. Und dann kannst du es irgendwann ausweiten wieder, zum Beispiel dann eben zügiger Walk oder so, zügiger Spaziergang oder ein bisschen zügiger fahren, aber halt eben immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt wieder, sonst wirft es sich wieder zurück. Das hatte ich auch schon mal in Thailand auf einem Festival, wo alle immer so schnell gefahren sind, ich wollte hinterherkommen und Miri lag wieder etwas weiter hinten mit ihrer Genesung her. Ja, und ich werde jetzt den Feldberg hochradeln und es genießen. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich früher als Sport gemacht habe. Also auch, wenn ich übertrainiert habe oder auch wirklich das ganze Jahr davor, bin ich dann immer gerannt und intensive Sprints dabei und sonst was. Nicht mehr. Und ich sehe mich jetzt auch in den nächsten Monaten und in dem nächsten Jahr das nicht tun. Und ehrlich gesagt, ich genieße es total. Mein Körper hat überhaupt gar keinen Bock darauf, sich irgendwie schnell oder intensiv zu bewegen. Ich genieße es total, immer rauszugehen, keinen Sport zu machen, sondern einfach nur
es zu genießen. Das hatte ich noch nie so arg. Ich freue mich jeden Tag auf meine Bewegung. Aber ich verausgabe mich nicht, sondern ich chille. Ich entspanne. Und es tut meinem Körper so, so gut. Ich genieße die Aussicht und die frische Luft und keine Ahnung, ob das mal wieder anders wird, ob mein Körper dann wieder mehr will. Das ist echt, das fühlt sich genau richtig an. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das geholfen, dem einen oder anderen von euch, der vielleicht auch da Probleme in dieser Richtung hat, mal zu wissen, wie ich das so handhabe. Und echt, frag mich irgendwas, wenn du irgendwelche genaueren Fragen hast. Und in den Kommentaren, mach gerne ein Video drüber. Und ja. Und wenn dir das hier geholfen hat, bitte liken, es würde mich sehr freuen. Und ansonsten auch abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich. Bis nächstes Mal. Ciao. So, Baby, jetzt geht's weiter. Achso, da fällt mir gerade ein, das ist auch was ganz Großes. Nämlich, dass ich viel, 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 viel lieber Fahrrad fahre, weil du einen kleineren Kraftaufwand aufbringen musst, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Also für 2 Meter Fahrrad brauchst du weniger Kraft als für 2 Meter zu Fuß. Auf lange Sicht, natürlich. Also das, ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es cool, wenn man auch mal abwechselt und so, aber das am Anfang zum Beispiel konnte ich überhaupt nicht irgendwie joggen oder so. Ging gar nicht, als ich dann quasi den Burnout hatte. Ging echt überhaupt nicht. Das war so, das merke ich auch jetzt noch. Da sind meine Beine zu träge zu. Die wollen irgendwie gar nicht. Die sagen mir dann, manchmal geht schon wieder so ein bisschen, aber so wie früher, dass ich dann irgendwie 10 Kilometer gelaufen bin. Also, nee, da sagt mir mein Herz und mein Körper ganz schnell, also mein Herz jetzt körperlich von der Anstrengung her, das ist nichts. Also das fühle ich mich nicht wohl bei und das ist irgendwie zu viel. Aber mit dem Fahrrad ist es alles überhaupt kein Problem. Also echt super. Kann ich nur empfehlen. Oh, noch ganz schnell was. Und zwar, wenn ihr länger unterwegs seid, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, etwas zu essen mitzunehmen. Carbs. Denn wenn eure Glykogenspeicher eben, ja, wenn die leer sind, dann wird es schwer. Also dann wird es als Stress von eurem Körper wahrgenommen. Das wollt ihr halt auf keinen Fall, wenn ihr übertrainiert habt. Weil das euren Körper unnötig, ja, stresst. Und das wollt ihr halt auf gar keinen Fall, wenn ihr schon übertrainiert seid und quasi überstresst seid. Und damit könnt ihr ganz einfach dem entgegenwirken. Warum stresst es den Körper? Weil es quasi als Hungern vom Körper wahrgenommen wird. Es wird als eine kleine Hungerszeit wahrgenommen, wenn ihr Sport macht, Sport oder euch bewegt über längere Zeit und dann eben nicht, also hungrig werdet und euer Körper nichts nachgefüttert bekommt. Genau, und dadurch schädigt ihr eigentlich auf lange Sicht euer Metabolismus und zwar ziemlich arg. Und das habt ihr ja eigentlich schon getan, indem ihr übertrainiert habt. Also das wollt ihr auf keinen Fall irgendwie nochmal wiederholen. Zumindest ich nicht. Jetzt aber wirklich tschüss.